Und wann sind Sie nach Mainz gekommen? Im Oktober, im Oktober, 20. Oktober 2011. Und warum Mainz? Wir haben drei Städte ausgewählt, aber diese Deutschlandregierung oder vielleicht diese Rheinland-Pfalz, die haben uns Mainz gegeben und dann müssen wir hier umgezogen. Man kann es sich nicht aussuchen. Nein. Ja, welche Perspektiven haben Sie jetzt für jetzt, Ihre Zukunft? Für die Zukunft, ehrlich sagen, keine Ahnung. Zum Beispiel, ich habe schon diese Ausländerbehörde gefragt, kann ich weiter studieren? Die hat gesagt, nein. Man muss ungefähr ein Jahr warten oder auf die Antwort warten, dann kann man weiter studieren. Aber dann man muss eine Teilzeitarbeit machen, man muss verdienen, danach kann man weiter studieren. Und das dauert sehr lang. Und das ist der Problem. Ich bin schon 30 Jahre alt. Ich habe keine berufliche Erfahrung. Ich habe nie die Schule besucht und nie gearbeitet. Und ich will arbeiten, aber ich kann nicht. Wenn Sie sich das aussuchen dürften, also wenn Sie mal so träumen, was würden Sie gerne machen? Zuerst will ich diese Volkshochschule besuchen, vielleicht einen Kurs B1 oder B2 oder C1 fertig machen und danach vielleicht diese Abendschule will ich besuchen und dann gucke ich, was will ich später machen. Ich gehe immer Schritt nach Schritt. Ich denke nicht so weit.